Sag mal, wir glänzen wie so ein Speckschwarte. Ich hab irgendwie, wir hatten keine Maske heute, ne? Hier, das glänzt alles da. Wo kommt das her? Warst du am Meer? Ich hab eine polierte Murmel. Hallo Borkheide, hallo Welt. Schon sind wir wieder da auf dem Montag. Der Matze und? Lutze natürlich. Und ja. Matze hat sich schon, es ist übrigens Herbst, ja. Wir haben ja gesagt, letztes Mal schon, ab Dienstag, letzter Woche ist Herbst. Die Blätter sind gefallen. Das Laub ist gefallen. Und was macht Matze bei so einem Wetter? Der fährt zur Ostsee. Zur Ostsee. Na okay, guckt es euch mal an. Ist irgendwas schief gegangen. Kalt in Deutschland. Vor allem an der Ostsee. Nee, am Ostsee. Was ist denn du? Oben oder an der Ostsee? Na egal, einmal falsch abgebogen. Statt Ostsee bist du am Ostsee. Also am künftigen Ostsee, der hier bei Cottbus langsam geflutet wird, wenn sich im Hintergrund der See mal gefüllt haben wird und es auch genügend Regenwasser natürlich zur Verfügung steht. Denn das ist Grundvoraussetzung, dass sich dieser Ostsee, nämlich der Cottbuser Ostsee, irgendwann gefüllt haben wird. Also, Rumtreibermodus an. Ich bin mal kurz weg gewesen. Wir hatten ja geplant, an die Ostsee zu fahren, aber sind am Ostsee gelandet. Naja, Brandenburg nicht verlassen. So ein bisschen in der Heimat sind wir geblieben. Von hier aus schöne Grüße. Ja, und? Wir haben wenig Wasser, ne? Aber der Plan ist ja, da den See bis 2025 zu befüllen. Hm. Wenn es mal wieder regnet. Da kommen wir mal hin, warte mal. Mehrfach regnet, weil das, die zwacken ja aus der Spree das Wasser ab. Wenn sie mal richtig aufdrehen, dann sitzen in Berlin die Boote hier im. Ja, trocknen. Und wie gesagt, Herbst war gewesen, hat gegossen in Strömen am Samstag zumindest. Wir waren ja auf so einem schönen Mittelaltermarkt. Ja. Ja, könnt ihr mal gucken, Pampatut und Drepkau, wenn ihr das bei YouTube eingebt, seht ihr ein kleines Filmchen, was ich da gemacht habe. Ja, du bringst meinen ganzen Rhythmus durch. Na, wir sind hier nicht beim Mittelalter, wir sind hier in Borkheide und hier hat es geregnet. Und bei dem Wetter war die Jugendfeuerwehr unterwegs und hat Schrott gesammelt. Auch das noch? Ja. Ohne Musik? Mal an hier. Ja, aber ordentlich wieder eingesammelt und fleißig gewesen. Und diesmal haben sie es natürlich so gesammelt, dass das Zeug nicht vorher von der Konkurrenz eingesammelt wurde. Ne? Genau, das ist auch wichtig. Vorher Bescheid sagen, nicht vorher rausstellen, sondern direkt früh morgens am Tag. Dann wir sollen das übrigens auch nicht vorher ankündigen, wurde mir mitgeteilt. Wir sollen das auch nicht ankündigen. Nee, weil da kommt ja einer und hört mit und dann ist es. Aber die das hören, die sprechen nicht unsere Sprache. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Ihr habt jedenfalls die paar Bilder gesehen und da ist viel Schrott wieder zusammengekommen. Das heißt Geld für die Jugendfeuerwehr, dann können die weitermachen. So, jetzt geht's weiter. Herzen gegen Schmerzen. Was ist das? Die Ines Renner ist mal wieder ganz aktiv und macht eine Oktober-Challenge. Und zwar werden dort Herzen genäht für die Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und in den Kliniken sind. Und diese Herzen können unter den Achseln getragen werden zur Schmerzlinderung und oder auch zum Trösten. Und die Ines ist dort fleißig bei. Corona-bedingt können natürlich nicht alle zusammensitzen und das an einem Tag machen, sondern die Ines koordiniert das. Wer dort also helfen kann mit Stoff und mit Nähen etc., möge sich bitte bei der Ines melden. Genau, wir haben hier die Telefonnummer unten drunter. Genau. Ja, da, sie koordiniert auch das Ganze so, wie es dann weitergeht. Und 100 Stück möchten sie schaffen. Ja, das ist die Challenge, ne? Das ist das Ziel, ja. 100 Stück. Und letztes Jahr hatten sie 70, glaube ich, 75 hatten sie letztes Jahr. Jetzt wollen sie 100 machen. Und wer da helfen möchte, wendet sich einfach an die Ines Renner. Wie gesagt, die Telefonnummer hatten wir unten drunter. Ich schmeiße hier nochmal rein. Und könnt ihr auch eine WhatsApp schicken über diese Telefonnummer. So, dann kommen wir zu den wilden Katzen. Ja, ich bin angeschrieben worden. In Borkheide sucht jemanden, der vielleicht Wildkatzen züchtet. Also wenn es jemand hier einen Wildkatzenzüchter kennt, der auch so ein paar Tierchen abgeben möchte, dann schreibt doch einfach mal einen Kommentar unten unter YouTube, unter unser Video drunter. Ich gebe dich auch gleich ab da irgendwo. Und dann oder schreibt uns unter info@mediengruppe-borkheide.de eine kurze E-Mail und dann leiten wir das gerne weiter. Hast du eine Wildkatze zu Hause? Ich weiß ja nicht. Oder hast du die schon gezähmt? Was du vorhin gegessen hast, aber ich sage Kaffee. Nur Miau. Kaffee, Miau. Malkurs. Kannst du malen? Ja, Kaffee. Kaffee malen. Ja gut, geht natürlich auch, ja. Jo, die Kerstin Borgmann aus Borkheide. Borkheide? Borkheide? Ja. Borgmann aus Borkheide. Ja. Siehst du?
malt immer und hat jetzt den nächsten Malkurs am 24.10., das ist natürlich im Oktober, von 10 bis 16 Uhr in Borkheide. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie ein Bild entsteht. Und ja, mit einem fertigen Ölbild 40x50 kann man, wenn man Glück hat und eine gute Hand hat, nach Hause gehen. Ne? Ich könnte ja wie Ottos aus friesischer Nationalflagge weißer Adler auf weißem Grund machen. Material wird gestellt und ist im Preis inbegriffen. Solltest du Fragen oder Interesse daran haben, meldest dich einfach. Auch hier haben wir mal die Telefonnummer und die Adresse eingeblendet. Genau. Und wie gesagt, wer mal malen möchte und nicht fotografieren kann, der versucht es halt so. Genau. Und wer gar nichts kann, der lernt es vielleicht. So, jetzt kommen wir zum Sport. Da war ja wieder richtig was los. Unsere Jugend. Habe ich keine Ahnung von, ich war gar nicht da. Ich auch nicht, aber ich habe trotzdem die Infos. Von 2010 bis 2011 die Sportgemeinschaft Brück-Borkheide. Das sind die Kiddies. Die sind wohl irgendwie, drehen die gerade frei. Jedenfalls sind sie wohl richtig, richtig gut. Da haben wir jetzt einen 12:1 Sieg gegen Schenkenberg nach Hause gefahren. Die hatten ja englische Woche und wir wussten ja nicht, was das ist. Ne? Weil dann so Mitte der Woche. Sie spielen öfters in der Woche. Mhm. Jedenfalls haben sie 12:1 gegen Schenkenberg gewonnen, mit einer wohl angeblich 10 ersten Halbzeit und einer guten zweiten. Und die Schenkenberger hatten wohl irgendwie gar keine Chance. 12:1 und die Torschützen waren Willi F. mit 3 Toren. Gustav hat 4 Tore geschossen. Mika 2 Tore. Max 2 und Pepe. Und am Sonntag geht es gegen Niemek weiter, haben sie geschrieben. Das war natürlich gestern. Und wie ist es da gelaufen in Niemek? 5:1 gewonnen. Also die waren ja schon mal besser am Mittwoch. 12:1. Jetzt 5:1. Aber trotzdem echt mal jetzt. Ja, die putzen ganz schön weg. Und zwar gegen Niemek. Und wie der Berichterstatter geschrieben hat, das Spiel fällt unter die Kategorie ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Mach ich auch immer, du. Das mache ich auch immer. Spielerisch soll wohl kaum etwas gelaufen sein. Kämpferisch fehlte die Einstellung. Der Gegner kämpfte aufopferungsvoll. Wen meinen die jetzt eigentlich mit unserem Truppe? Doch nicht. Die haben doch 5 Tore geschossen, oder? Ich sagte doch, Haken hinter, 3 Punkte mitgenommen. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Pokalabenteuer. Die Tore erzielten Pepe 3-mal, Mika 1-mal und Paul D. 1-mal. Jo, und dann waren noch am Sonntag die Herren unterwegs. Die waren dieses Mal in Potsdam. Wir waren auch wieder nicht da gewesen. Ich war ja nicht da. Ich auch nicht. Und die sind gegen den FV Turbine Potsdam 55-1 angetreten. Und jetzt würde ich schon sagen, wie sollte es anders sein? 6:3 verloren. Sag halt nicht zum Sport. Strich drunter. Sie sind jedenfalls am nächsten Sonntag in Borkheide unterwegs gegen Werder. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Welcher? Und, Hallo Ines, wir filmen gerade. Tja, das konnte ich nicht richten. Gut. So, weiter nutzen. Was war das jetzt? Na, wir haben das rote Licht nicht an. Achtung, Aufnahme. Ach so, okay. Ja, Ines ist da. Das ist deine Frau übrigens, falls du es nicht mehr weißt. Ach, das ist meine Frau. Ines ist meine Frau. 6:3 verloren. Und weil ich es heute ein bisschen eilig habe, kommen wir gleich zum Wetter. Matze, ich warte auf Schnee. Der Herbst ist gekommen. Der Wann Schnee fallen die ersten Flocken? War ja quasi schon vorbereitet, ist aber noch nass runtergekommen am Wochenende. Hat es hier auch so viel geregnet aber wie richtig, in der Lausitz? Aber richtig gut. Ja, also ganz ja, wie gesagt, bei dem Wochenende, der Samstag war, wo gucke ich jetzt eigentlich hin? Der Samstag war komplett verregnet. Es war kalt, aber wir haben zum Glück im Wohnwagen eine Heizung. Und das hat es am Ende des Tages alles wieder ein bisschen aufgewertet. Aber wir waren auch einmal komplett nass und durch. Der Regen ist weg und der kommt auch, glaube ich, so wie es aussieht, so schnell nicht wieder. Wenn höchstens mal nur in kleinen Teilen. Aber die Woche sieht relativ sonnig aus. Also fängt ja heute schon gut an. Mhm. Und könnte ja mal in der Woche ein bisschen mehr regnen und zum Wochenende mehr die Sonne scheinen. Temperaturen um die 15 bis 17 Grad. Zum Wochenende hin etwas abfallend. Aber die Nachttemperaturen steigen zum Wochenende wieder über den zweistelligen Wert. So, jo. Wann kommt der Schnee? Hast du aufgepasst, wann es im August den ersten Frühnebel gab? Ne, es gab Schnee, aber nicht bei wann uns. Wann es den ersten Frühnebel im August gab? War ich doch nicht dabei. Du bist Künstler, da pennst du noch, ja. 100 Tage nach dem ersten Frühnebel schneit's. So, bitteschön, kannst du selber ausrechnen. Wann war der Frühnebel? Ja, was musst du noch wissen? Ich weiß es nicht, es hat doch schon geschneit, ne? Unter 1000 Meter ist die Schneefallgrenze gefallen, habe ich gelesen, ja. Unter 1000 Meter, sind ja auch unter 1000 Meter. Was ist denn Internet? Wir sind ja auch unter 1000 Meter mit Schnee, aber hier kommt er nicht her. Nee. Internet, das ist dieses Internets. Internets. Ja. Okay, gut, das war's für heute. Kurz, knapp und schnell, habe ich mir so gedacht. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Und da muss ich noch, wir bringen übrigens die Woche noch einen Film.
Matze? Hast du den schon begutachtet? Ich habe mir den da selbstverständlich schon begutachtet. Da muss man noch einen Abspann reindrehen. Wir wollen ja einen Gulasch kochen. Und dann kommt der Gulaschfilm noch. Den zeigen wir euch noch die Woche. Vielleicht morgen mal schauen. Weil heute, wenn wir den heute hier drin haben. Ja, ich muss gucken, wie ich Zeit habe, den fertig zu... Der ist fertig, der sieht gut aus. Machen wir. Wie immer hier am Montag vor der Kamera. Nächstes Mal nehme ich dich zu so einem Mittelalter. Wie immer hier am Montag vor der Kamera. Der Matze. Wie immer hier am Montag vor der Kamera. Der Lutze da. Der Matze, der Lutze. Es ist aber schwierig mit dir immer, ja? Bist du Fotograf? Nein, nein, nein. Nee, gar nicht. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.